meinem heutigen YouTube-Video nehme ich dich mit auf eine kleine Wattwanderung. Schaut mal. Und zwar erkläre ich dir ganz kurz, was die Gezeiten Ebbe und Flut für mich persönlich bedeuten und wie auch du das nutzen kannst für deinen geschäftlichen Erfolg. Also schaut auf jeden Fall ein. So, hallo und herzlich willkommen aus dem Watt. Ja, ich mache heute eine Wattwanderung und einen Teil davon möchte ich gerne mit euch verbringen, die Zeit, die ich hier im Watt unterwegs bin, denn ich möchte heute einfach mal über Mindset sprechen. Ich würde euch einfach mal ein bisschen mit in mein Leben nehmen, in meine Ansichten nehmen, in meine Erkenntnisse der letzten Tage, Wochen nehmen. Und deswegen habe ich diese besondere Location für diesen Videodreh ausgewählt. Also ist ein bisschen schlammig heute. Ich hoffe, euch macht es nichts aus. Ja, manche wissen gar nicht, was überhaupt Watt ist, beziehungsweise warum Menschen freiwillig durch diesen Schlick hier laufen. Ich persönlich habe eine relativ gute Meinung zu diesem Thema Wattwanderung, auch wenn es ein bisschen eklig ist. Aber zum einen liebe ich Gehmeditationen und zum anderen liebe ich einfach auch Barfußmeditationen oder einfach wirklich barfuß über nasses Gras zu laufen, barfuß auch mal über die Straße zu gehen, über Steine zu gehen, durch Sand zu gehen und auch durch diesen Schlick hier zu gehen. Also es sieht wirklich ein bisschen eklig aus. Es fühlt sich auch ein bisschen eklig an, aber es ist irgendwie heilend. Und warum sage ich sowas? Es wird jetzt auch langsam schon ein bisschen gefährlicher, weil das jetzt auch wieder gerade sich auffüllt mit Wasser. Also diejenigen, die nicht wissen, was Watt ist, gerne einfach mal googeln und einfach mal darüber informieren. Also hier in der Nordsee ist es ja so, dass das Wasser, ich glaube, mit den Gezeiten zweimal pro 24 Stunden pro Tag sich quasi abpumpt und nach hinten rausgeschwemmt wird und sich dann auch wieder auffüllt. Also man hört jetzt auch schon, ich habe einen Frosch im Hals. Es ist wirklich so, wenn du hier mal 1-2 Tage schon an der Nordsee verbringst, dann löst sich sämtlicher Schleim, also irgendwie Nase, Lunge und so weiter. Und da ich ja sowieso Asthmatikerin bin, ist das eigentlich ein Reizklima. Das heißt, es wird erstmal, es ist für jeden ein Reizklima, klar, aber bei mir ist es wirklich so, dass es erstmal schlechter wird mit meiner Lunge, ja, dass sich erstmal alles löst und durch dieses Reizklima ist es für mich ein bisschen anstrengend, Luft zu bekommen, gerade die ersten Tage, das hört ihr jetzt auch gerade. Aber langfristig ist es wirklich so, dass es für die Lunge sehr, sehr, sehr gut ist. Und ja, ich persönlich hatte mal Neurodermitis früher und wir sind immer hierher gefahren. Und ich konnte damit wirklich mit diesem Schlamm immer, wurde ich halt eingerieben, meine Wunden eingerieben von meiner Oma und ich habe auch immer geheult wie am Spieß. Aber ja, dieses Salzwasser und dieser Schlick haben wirklich dazu beigetragen, dass ich dann irgendwann mal keine Neurodermitis mehr hatte. Und dementsprechend habe ich diesem Ganzen hier sehr, sehr viel zu verdanken. Und fahre deshalb auch unwahrscheinlich gerne hierher und laufe dann auch mal durch diesen Schlick und bin einfach dankbar, dass ich das nicht mehr habe. Denn ich natürlich hatte viele Bereiche, wo einfach total offen waren und ich mich kratzen musste. Und das war einfach so unangenehm, hat so gebrannt. Und ja, genau. Also das ist so ein Grund, warum ich einfach auch so gerne immer mal hierher fahre. Und was viele gar nicht verstehen können, Richtung Herbst wird es hier auch richtig, richtig ungemütlich. Ne? Also hier gibt es dann wirklich die Herbststürme und dann müssen auch alle ihre Wohnwegen hier abbauen, also auch die Dauercamper. Und ja, also dann geht es hier wirklich richtig zur Sache. Hier sind richtig extreme Unwetter. Und selbst das finde ich irgendwie schön, wenn man natürlich ein Hotel hat, wo man vielleicht auch eine Sauna hat oder ja, also das ist einfach
Das ist einfach echt schön, hier so das Wetter zu spüren, zu fühlen, der Natur so nah zu sein. Das ist einfach wirklich ein richtig schönes Erlebnis einfach. Ja. Und das war das eine. Was ich ganz cool finde, wirklich die Gezeiten zu sehen, dass das Wasser abfließt und wieder auch hier reinfließt. Und das sehe ich so ein bisschen wie Yin und Yang, das kennt ihr, dieses Symbol, was einfach so mächtig ist. Also wenn man stressige Phasen hat, dass man auch wieder die Ruhe sucht. Ja, wenn man schwarz sieht, muss man auch wieder weiß sehen. Es gibt Höhen, es gibt Tiefen. Ja, diese Gegensätze, ne? Dass man einfach auch wirklich beides akzeptiert. Also auch mir geht es heute gut und mir darf es aber auch schlecht gehen, ja? Und nicht immer einfach nur gute Laune erzwingen. Oder ein Erfolg besteht auch aus Misserfolgen, ja? Besteht aus Fehler machen. Dass man nicht immer nur Erfolg haben will, sondern einfach auch mal bereit ist zu akzeptieren, wenn Dinge nicht so gut laufen. Und gerade als Immobilienmakler zum Beispiel leben wir ja davon, dass wir Objekte akquirieren. Ohne Arme keine Kekse, ohne Objekte keine Abschlüsse. Und wenn wir Angst haben vor den Misserfolgen, Angst haben vor den Objekten, die wir nicht akquiriert bekommen, weil wir nie anrufen, weil wir Angst haben, dann kann das so nicht funktionieren. Und deswegen einfach auch nochmal dieses Thema hier passend zu den Gezeiten, zu Watt bzw. Ebbe und Flut. Und ja, das finde ich einfach gerade ultra passend für diese Ansicht. Und das Symbol Yin und Yang verkörpert es einfach so gut. Männlich, weiblich, Frau, Mann, hell, dunkel, auf, ab, Höhen, Tiefen. Und ja, das ist einfach so ein Thema, was hierzu einfach mega gut gerade passt. Und ich werde jetzt mir noch ein bisschen Zeit nehmen. Ich werde mir jetzt noch mal ein paar Gedanken machen, wie jetzt auch bei uns die nächsten Wochen und Monate gestaltet werden. Wir sind ja gerade dabei, wirklich alles noch mal auf Next Level Shit Baby zu kriegen, im Rahmen unseres Mentoring-Programms. Ja, und da brauche ich einfach dann auch solche Ruhephasen, wo ich mich zurückziehe, wo ich einfach auch Dinge reflektiere, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, auch gelernt haben mit unseren Mentees, die wir noch weiter ausbauen und verbessern wollen. Wir entwickeln nämlich gerade ein ganz spezielles Modell für Immobilienmakler, wo wir ich sag mal, ein fertiges Muster des perfekten Maklerprozesses auch übergeben im Mentoring-Programm und wo man direkt von diesem Modell, von diesem Programm aus auf alles zugreifen kann, was wichtig ist, auf Vorlagen, auf Checklisten zu dem einzelnen Prozess jeweils und gleichzeitig aber auch sämtliche Erklärvideos hat. Und ja, also man kann wirklich mit diesem Tool eins zu eins einem anderen Immobilienmakler, der vielleicht sogar auch noch keine Vorkenntnis hat, kann man das übergeben und er ist sofort handlungsfähig. Und ja, das ist einfach gigantisch. Und je nachdem, welche Herausforderung man hat, kann man anklicken und findet dahinter sofort die richtige Lösung. Und ja, das sind dann einfach solche, ich sag mal, Zeitspannen, solche Fokuszeiten, die ich mir auch ganz, ganz speziell hier an solchen Orten nehme, weil die so inspirierend sind. Und ja, da freue ich mich jetzt einfach drauf. Also, ich gehe jetzt mal zum nächsten, entweder Café oder zur nächsten Teestube. Das ist ja hier total üblich und verbreitet. Und dann werde ich das weiter ausarbeiten bzw. perfektionieren, und dann das Ganze weitergeben zur Umsetzung ans Team. Das wird jetzt, denke ich, noch ungefähr 2 Wochen dauern und dann kommt das Ganze raus. Also mega, mega cool. Wenn dich das interessiert und wenn du ja, da mit dabei sein willst, die nächsten Plätze oder die Plätze jetzt fürs nächste Mentoring-Programm, ich glaube, es sind nur noch 2 frei,
dann solltest du dich jetzt auf jeden Fall noch ganz schnell bewerben, damit du einer von denen sein kannst, der das direkt auch nutzen, anwenden und erfolgreich umsetzen kann. Und ja, vielleicht sehen wir uns dann auch mal persönlich in Karlsruhe zu einem Vor-Ort-Tag oder in unseren Live-Calls. Auf jeden Fall in unserem Tool, wie das dann heißt, das werde ich dir dann noch sagen. Genau, also ich hoffe, das war auch für dich jetzt ein inspirierendes Video und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Dir einen schönen Tag, liebe Grüße!